Edwin Hubble 1889 bis 1953 Otter des seltsam Kenzie Video, Edwin Powell Hubble November in Marsfield, Missouri September 1953 in San Marino, Kalifornien, war ein US-amerikanischer Astronom. Er entdeckte die Natur der Spiralnebel und die Hubble-Konstante der galaktischen Kosmologie und ist Namensgeber des Hubble-Weltraumteleskops. Der Hooker-Spiegel am Mount Wilson-Observatorium diente Hubble zur Messung der Rotverschiebung der Spektren von sich wegbewegenden Galaxien. Hubble studierte Physik und Astronomie in Chicago und beendete dies 1910 mit dem Abschluss als Bachelor of Science. Anschließend verließ er die USA zum Studium der Rechtswissenschaften in Oxford, wo er als Master abschloss und nach 3 Jahren in die USA zurückkehrte. Als S. Huxley von 1912 am Lowell Observatorium in Flagstaff, Arizona, gelang, erstmals die Radialgeschwindigkeit eines Spiralnebels zu messen, war auch Hubble als Student mit der Relativgeschwindigkeit des Andromedanebels, M31, zum Milchstraßensystem befasst. Am Mount Wilson Observatorium konnte er 1923 nachweisen, dass M31 weit außerhalb unserer Galaxis liegt. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen und Berechnungen, Cepheids in Spiralnebulae, legte er zur Jahreswende 1924/25 der Jahrestagung der US-amerikanischen Astronomenvereinigung AS vor, auf der sie am 1. Januar 1925 vorgetragen wurden. Aufgrund der räumlichen Verteilung anderer Galaxien, sowie ihrer im Spektrum UA von Milton-Humason nachgewiesenen Rotverschiebung, postulierte der belgische Priester Georges Lemaître im Juni 1927 die Expansion des Weltalls im Einklang mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Hubble veröffentlichte 2 Jahre später, 1929, mit zusätzlichen Daten denselben linearen Zusammenhang zwischen der Rotverschiebung und der Verteilung extragalaktischer Nebel, zog jedoch nicht die physikalische Schlussfolgerung einer Expansion des Weltalls und vermutete ein bisher unentdecktes Naturprinzip hinter der Rotverschiebung. Dennoch wird in der öffentlichen Wahrnehmung diese Entdeckung Lemaîtres häufig Hubble zugeschrieben. Hubble und Humason entdeckten auf Basis der Arbeiten Slifers, dass die Spektren verschiedener Galaxien nicht etwa zu gleichen Teilen ins Rote und Blau verschoben sind, sondern dass es erheblich mehr rot verschobene Spektren gibt. Interpretiert man die Frequenzverschiebung als Doppler-Effekt, so lässt sich ableiten, dass sich fast alle beobachteten Galaxien von uns entfernen. Hubble war auch der Erste, der einen direkten proportionalen Zusammenhang zwischen Rotverschiebung und Entfernung der Galaxien aufstellte, was bedeuten würde, dass sich diese fernen Weltinseln umso schneller von uns fortbewegen, je weiter sie entfernt sind. Hubble selbst benutzte den Ausdruck scheinbarer Geschwindigkeit, da er zurückhaltend war in der physikalischen Interpretation der Beobachtungen. Die Größe, welche diese Expansion beschreibt, wird ihm zu Ehren die Hubble-Konstante H genannt. Mit ihrer Hilfe lässt sich das Alter des Weltraums abschätzen. Hubble hat auch die Hubble-Sequenz entwickelt, ein morphologisches Ordnungsschema für Galaxien. Am 30. August 1935 entdeckte er den Asteroiden Cincinnati. Am 28. September 1953 starb Hubble mit 63 Jahren, während er für mehrere Beobachtungsnächte auf dem Palomar-Observatorium die Vorbereitungen traf, an einem Schlaganfall. Würdigung 1935 wurde ihm die Barnard-Medaille verliehen. 1940 wurde er mit der Goldmedaille der Royal Astronomical Society ausgezeichnet. Das Hubble-Weltraumteleskop, HST, wurde ebenfalls nach ihm benannt. Durch von der Erdatmosphäre ungestörte Beobachtungsmöglichkeiten können seine CCD-Sensoren feinste Details der Planeten und Sternsysteme aufnehmen. Denon-Krater Hubble und der Asteroid, 2069, Hubble sind nach ihm benannt.